Also, liebe Reptil-TV-Gemeinde, wir haben uns überlegt, wir müssen unsere Clickbait höher kriegen. Ich kämpfe jetzt mit der Anaconda. She got me. Sie wirkt mich. Sie beißt mich fast gleich später. Genau, das sind die Sachen, die Quote bringen. Das machen wir jetzt auch mit rein. Und unser Versuch, unsere Klickquote zu erhöhen, natürlich nur aus Spaß. Das wird nicht unser Channel werden, aber wir haben uns heute darüber unterhalten, dass das der neueste Gag ist, um Klicks zu bekommen, hat man es heute davon. Und deswegen dieser Selbstversuch. Hallo zur Folge 117 von Reptil TV. Heute meine Intro-Tierchen hier, die zwei Jungs bzw. Mädels, die werden leider recht groß. Das sind Tiger-Pythons, habe ich im Moment richtig schöne Farben. Deswegen wollte ich die Gelegenheit nutzen, euch die zu zeigen. Hier in meiner rechten Hand, das ist Hypogranit, wobei er auch relativ ausgefallen ist für ein Hypogranit. Also da ist ja fast wie Karamell oder sowas mit drin. Also super schöne Farben mit diesem, ja, so orange und blau umrandet. Also finde ich wunderschön. Und auch dieser cremefarbene Kopf. Also könnte ich mich absolut begeistern an dem Tier. Und hier in meiner linken Hand fast genauso schön. Also der gefällt mir ehrlich gesagt gleich ein wenig besser. Aber auch den finde ich ganz toll. Das ist Albino Hypogranit. Granit Purr sagt man dazu. Also auch eine Albino-Variante, wie gesagt, mit Hypo und Granit drin steckend. Auch ein wunderschönes Tier. Das ist ein diesjähriges Baby. Das hier ist ein knapp einjähriges Tier. Die wollte ich heute euch als Intro-Tierchen präsentieren. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung. Und zwar dreht sich es um diese hübschen Boas in meiner Hand oder um diese hübsche Boa. Und zwar um die Anacondas. Heute eine Anaconda-Folge. Eunectes. Das hier ist eine Eunectes noteus, die gelbe Anaconda. Das Interessante bei den Anacondas ist, es sind wahrscheinlich die bekanntesten Schlangen überhaupt auf dieser Welt, die es gibt. Ne? Anaconda gibt es unzählige Filme und Horrorsachen und weiß der Herrgott was. Ist im Guinness-Buch als die größte Schlange der Welt, was ja auch ein bisschen relativ ist, aber da komme ich nachher noch dazu bei der Größe. Aber es ist definitiv eine Schlange, die, ich glaube, jeder kennt den Namen Anaconda oder jeder kennt die Schlange Anaconda. Witzigerweise ist gar nicht so viel über die Anacondas bekannt, also vor allem in der Natur und vor allem auch was die Verbreitungsgebiete angeht, weiß man vieles noch nicht. Die älteren Karten, die zeigen relativ kleine Verbreitungsgebiete an für Anaconda, aber es gibt immer mehr Fundorte in Südamerika. Dann sind wir auch eben gleich beim Stichwort Verbreitungsgebiet, oder ich habe es gerade schon erwähnt. Die leben in Südamerika, sind dort ein bisschen an die großen Flüsse gebunden, an Amazonas-Delta, Chaco-Delta. Im Prinzip die ganzen großen Ströme in Südamerika findet man die verschiedenen Arten der Anaconda. Jetzt hier in meiner Hand habe ich die gelbe Anaconda, die Eunectes noteus. Dann gibt es die grüne Anaconda, die Eunectes murinus. Das sind eigentlich die zwei Anacondas, die man in der Terraristik finden kann. Ne? Eunectes noteus und Eunectes murinus. Es gibt noch Eunectes deschauensii und Eunectes barburi. Das sind mehr oder weniger neu bestimmte Arten, beziehungsweise man müsste jetzt sogar mal in die Reptile Database gucken, ob diese Namen noch aktuell sind im Moment. Da ändert sich das ein oder andere, beziehungsweise eben, ich habe am Anfang gesagt, dass die Anacondas relativ wenig erforscht sind und das merkt man daran. Also bis vor wenigen Jahren hat man immer nur von Eunectes noteus und Eunectes murinus gesprochen. Selbst bei Eunectes noteus gibt es so viele Farbvarianten, aber es gibt so viele verschiedene Färbungen. Ich zeige euch nachher noch ein, zwei andere, ne? Also merkt euch die mal, das ist so die klassische gelbe. Aber es gibt Tiere, die gehen von der Optik schon wieder fast wenig Richtung Eunectes murinus. Also es variiert unheimlich von der Färbung her. Und ich denke, das kommt einfach daher, dass da
Ich weiß nicht, ob es Unterarten sind oder sind es nur Verbreitungsvarianten, aber da gibt es unheimliche Flexibilität. Ne? Und wie gesagt, bisher alles noch unerforscht, alles noch neu, auch in der Terraristik und eben in der Natur schon zweimal. Von dem her ist das eigentlich nach wie vor eine super spannende Sache mit den Anacondas. Hier jetzt ein Tier im Vergleich zu dem gerade eben, also das ist jetzt nicht das gleiche Tier, sondern wir sind immer noch bei Onectus noteus, aber ich wollte euch einfach mal ein bisschen zeigen, die hat jetzt schon viel dunklere Flecken, also wirkt insgesamt dunkler das Tier. Diese Fleckenzeichnung, das geht schon in Richtung Onectus murinus. So ist einfach als Beispiel für die Variabilität, die ich gerade angesprochen habe von der Zeichnung. Es gibt noch extremere Beispiele, sicher. Ich zeige euch nachher noch bei den Jungtieren welche. Da sehen wir das auch nochmal. Aber das jetzt im Vergleich zu dem Tier vorher. Dann kommen wir jetzt zu der Größe von den Anacondas. Bleiben wir bei der gelben Anaconda, Onectus noteus. Das ist wohl die kleinste der vier Anacondas. Ich habe hier so ein halbwüchsiges Tier in der Hand. Die Onectus noteus, die Weibchen werden ca. 3 Meter. Die Männchen bleiben deutlich kleiner, man kann fast sagen halb so groß. Weiß jetzt gar nicht, beziehungsweise es könnte hier sogar, das könnte hier auch mal eine kurze Geschlechtsbestimmung hier. Nee, das ist jetzt hier ein Weibchen in meiner Hand tatsächlich. Ein ausgewachsenes Anaconda-Männchen ist ungefähr so groß wie das Tier, das ich jetzt hier in der Hand habe. Ne? Also die werden bloß so 1,50 Meter. Bis vielleicht knapp 2 Meter, aber dann ist definitiv Ende bei Anaconda. Also bei Anacondas generell ist der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen gravierend. Bei den Noteus, wie gesagt, ungefähr die Hälfte. Dann kommen wir jetzt gleich zur Größe von den größten. Das ist die Onectus murinus, die grüne Anaconda. Können wir auch hier noch ein Bild mal kurz einblenden, wie die grüne Anaconda aussieht. Das ist die größte Anaconda-Art. Das sind die, wo man in Anführungsstrich so aus dem Fernsehen kennt, oder das sind die aus dem Guinness-Buch, die sozusagen größten Schlangen der Welt. Das Größte muss man relativieren, von wegen Anaconda mit 10 Meter oder sowas, das gibt es nicht. Nee, die grüne Anaconda wird wohl 6 Meter, vielleicht auch 7 Meter. Das heißt immer irgendwas von Rekordexemplaren, aber meines Wissens hat man nie ein Tier gefunden, das überhaupt die 8 Meter Marke überschritten hat. Also alles, was man bis jetzt so gefunden hat, war unter 8 Meter. Ein Netzpython wird sicherlich länger wie eine Anaconda. Die Anaconda ist einfach, wenn man wirklich eine Anaconda hat mit 5, 6, 7, 8 Meter, ist sie ja unheimlich dick, also sie ist viel massiger wie ein Netzpython. Und dadurch ist sicherlich die schwerste Schlange, die es hier auf der Welt gibt. Ne? Also so eine 6, 7, 8 Meter Anaconda mit so einem Umfang, die wird wahrscheinlich einige 100 Kilo wiegen und ist damit die schwerste Schlange, die es auf der Welt gibt. Dann noch die zwei anderen Arten, die Deschauensee und die Onectus barburi. Ich glaube, da ist noch gar nicht so viel über die Größe bekannt. Die liegen wahrscheinlich irgendwo wenig zwischendrin, also zwischen 3 und 5 Meter von der Größe. Ich persönlich, wenn ich mir Fotos angucke, denke ich auch manchmal, oder sind diese Barburi und Deschauensee vielleicht Hybriden zwischen Noteus und Murinus, ne? Weil sie von der Optik her sehen sie irgendwie aus, wie wenn sie ein bisschen zwischendrin, also die haben von beiden Arten etwas von der Zeichnung her und von der Optik her. Sind es wirklich eigene Arten, sind es Hybriden oder Hybriden, die in der Natur vorkommen? Wie gesagt, auch ein spannendes Thema, wird sich hoffentlich die nächsten 5 oder 10 Jahre noch einiges klären dazu. Aber wie gesagt, die sind in der Größe dann irgendwo dazwischen, also bei rund 3 bis 5 Meter. Kommen wir zur Haltung im Terrarium von den Anacondas. Gleich mal vorneweg, die Anacondas sind Riesenschlangen, sind Boas, sind mit die größten Riesenschlangen, die es gibt. Je nachdem, die gelbe, die wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, ist etwas die kleinere. Wie gesagt, Männchen knapp 2 Meter, Weibchen ca. 3 Meter. Ist sicherlich noch eine überschaubare Größe. Die grünen Anacondas mit Weibchen, sagen wir mal Durchschnittslänge 4 bis 5 Meter, ist natürlich schon ein ordentlicher Brocken. Da reicht sowas allenfalls für ein Jungtier. Und ihr müsst euch bewusst sein, ihr braucht irgendwann sehr große Terrarien dafür. Ne? Also was ich euch hier zeige, ist Jungschlangenaufzucht. Habe ich jetzt mal hier, haben wir euch ein Terrarium aufgebaut. Unsere schönen neuen Repti-Zoo-Terrarien bei der Gelegenheit, ganz schick.
mit schwarzem Rahmen, tolle Optik, schöne Terris, auch praktisch kein Holz dran, von dem her gegen die Feuchtigkeit oder für die Feuchtigkeit kein Problem. Das nur nebenbei erwähnt, aber deswegen hier dieser Aufbau. Also ihr seht es, hier oben haben wir ein Heatpanel drin, das für die entsprechende Wärme sorgt. Die Anacondas wollen sehr warm, tagsüber 30, 31 Grad, nachts Absenkung auf 25, 26 Grad. Ja, also wichtig, ihr müsst die Tiere nachts beheizen, die wollen es nicht nachts eisekalt, sondern brauchen auch nachts ihre hohe Temperatur. Dann ganz markant hier die große Wasserschale, wenn ihr mal da unten reinschaut. Also gleich wenig zurück noch. Ich habe selber in Bolivien vor, ich glaube, circa 10 Jahren, ist leider schon her, ohne Kamera damals, haben wir schon Anacondas gefangen. In den Chaco-Sümpfen waren wir da, sind wir rumgelaufen, haben zwei oder drei Tiere, drei waren sogar, haben wir gefangen dort. Daher kenne ich den Lebensraum von den Anacondas. Das ist so, dass die sich, oder die sind unheimlich stark ans Wasser gebunden. Ne? Deswegen, wie gesagt, große Wasserschale. Die liegen viel Zeit am oder im Wasser, lauern dort auf Beute, sind ja auch Fischfresser, Wasservögelfresser, aber auch Nagetierefresser. Also die lauern am oder im Wasser und warten da auf Beute. Die wollen wirklich eine große Wasserschale. Die wollen sich da drin aufhalten, also anders wie bei vielen anderen Terrarienschlangen, sagen wir immer, wenn sie im Wasser liegen, haben sie Milben. Bei der Anaconda hat es gar nichts mit Milben zu tun, die liegen wirklich gern und viel im Wasser. Deswegen müsst ihr denen eine große Wasserschale anbieten. Wichtig auch, nehmt eine Wasserschale, die ihr wirklich hygienisch sauber halten könnt. Ne? Wenn die viel im Wasser liegen, müsst ihr entsprechendes Wasser auch viel wechseln. Also alle 2 Tage Schale raus, ausleeren, ausspülen, sauber machen, frisches Wasser rein, das ist wichtig. Man ist oft geneigt, bei so wasserliebenden Reptilien ins Terrarium ein großes Wasserbecken einzubauen. Ja. Das mag toll und schick aussehen. Das Problem ist, ihr müsst mit dem Schlauch dann immer anfangen mit Absaugen. Und wer schon mal hier einen Schluck von verpisstem Reptilienwasser zu sich genommen hat, der weiß, das ist ganz schön eklig und man macht es auch nicht so regelmäßig. Ja. Also mein Tipp an euch, solange es irgendwie geht, nehmt Wasserschalen, die ihr rausnehmen könnt und wieder reinstellen könnt. Ich habe es in mehreren Sendungen schon angesprochen, aber das ist wirklich wichtig, weil nur dann habt ihr wirklich, seid ihr sicher, dass ihr das auch jeden zweiten Tag mindestens oder jeden zweiten Tag macht und wirklich den Tieren immer sauberes Wasser zur Verfügung stellt. Ja. Dann habe ich hier noch so eine Schlupfbox drin, die natürlich mit feuchtem Sphagnummoos als Versteckhöhle. Ihr könnt auch insgesamt, um die Luftfeuchtigkeit da drin noch zu steigern, also durch das große Wasserbecken werdet ihr relativ hohe Luftfeuchtigkeit haben, aber insgesamt, die Tiere wollen eine hohe Luftfeuchtigkeit, könnt ihr euch vorstellen, wenn die in so Sumpfgebieten leben, da ist permanent hohe Luftfeuchtigkeit, könnt ihr auch von dem Moos noch ein bisschen auf den Boden legen, ne? Und das immer feucht halt mit der Gießkanne. Also die wollen wirklich ein humides Klima in ihrem Terrarium drin haben. Natürlich nicht den Fehler machen, alles unter Wasser zu setzen. Die wollen natürlich auch nicht Tag und Nacht nur im Nassen liegen. Das wäre auch wieder falsch. Ne? Wenn der Boden, wenn alles feucht oder nass ist, dann ist natürlich auch alles relativ kühl. Also die Tiere brauchen auch trockene Stellen, wo sie sich sozusagen sonnen und wieder aufwärmen. Ja? Also macht den Fehler nicht alles voll mit Moos und Wasserschale, dann ist alles nass. Das ist auch nichts. Aber tut deswegen clever aufteilen, wie gesagt, feuchte Bereiche und trockene Bereiche. Dann habe ich hier noch eine Lampe draufgelegt. Die Lampe ist rein Optik für euch, damit es ein wenig schöner aussieht. Der Anaconda ist das wurscht, ob ihr da Licht im Terrarium habt oder nicht. Oder einfach die normale die Raumbeleuchtung reicht auch. Lampe rein sieht immer schöner aus. Hier ein bisschen Kunststoffpflanze. Würde ich auf jeden Fall auch reinmachen. Kann man sogar mit ins Wasser, in die Wasserschüssel mit reinlegen. Das dient den Tieren einfach auch als Versteck oder als Tarnung. Also wie gesagt, in der Natur ist es auch so, da liegen sie in den Sümpfen auf oder unter den Wasserpflanzen, sind sie da versteckt, da guckt dann nur die Nase raus oder sowas. So ist es in der Natur und das könnt ihr im Terrarium nachahmen. Ja. Hier noch Thermohygrometer mit drin, um das Ganze natürlich zu überprüfen von der Temperatur. Und jetzt lasst mich gucken, ob ich was vergessen habe. Nee, habe ich alles. Also das als
standardmäßiges Terrarium. Natürlich könnt ihr das noch ein bisschen mehr verzieren, könnt vielleicht noch irgendwie einen flachen Ast oder eine flache Wurzel reinmachen als Sonnenplatz. Also Anacondas sind keine Kletterer, die liegen vielleicht mal auf so, wie gesagt, auf so einen flachen Ast drauf. Aber ihr werdet wahrscheinlich eine Anaconda in der Regel nicht irgendwo im Baum finden. Deswegen könnt ihr euch irgendwelche extrem hohen Bäume oder Äste sparen. Insgesamt könnt ihr es noch ein bisschen schöner dekorieren. Wie gesagt, das ist einfach hier beispielhaft, um euch die wichtigen Elemente im Anaconda-Terrarium zu zeigen. Nochmal ganz deutlich, das Terrarium, das wir hier gesehen haben, definitiv nur für die Jungtieraufzucht. Haltungsrichtlinien von der Anaconda sind 0,7 mal Körperlänge. Also ich habe jetzt hier ein Meter Terrarium. Das reicht dann für eine Anaconda, die vielleicht 1,20 Meter, 1,30 Meter hat. Dann ist spätestens Zeit, das Terrarium zu wechseln in ein deutlich größeres. Und das deutlich größere werdet ihr auch nicht mehr so von der Stange kaufen können. Dann müsst ihr selber anfangen oder der Zimmermann oder der Schreiner muss anfangen, ein richtig großes Terrarium für die Tiere zu bauen. Kommen wir zum Handling von den Tieren. Dummerweise, ihr seht es an meinen Fingern, ich habe die gerade versucht zu bändigen. Ich glaube, so langsam klappt es. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen bezeichnend für die Anacondas. Die Großen, die wir vorher hatten, habt ihr gesehen, die sind schön brav, die sind anständig, die machen nichts. Die Kleine hier hat mir jetzt hier schon die Finger leicht verbissen und hat mich auch mit ihrem dieses Angststinksekret, ne, was die so abgeben, hat sie mich hier auch behaftet oder angestunken. Ist leider so bei den kleinen Anacondas. Die sind manchmal etwas garstig. Gebt die Hoffnung nicht auf. Die werden wirklich brav, erstaunlicherweise. Also früher hat man gesagt, Anacondas sind alle aggressiv und so weiter. Stimmt nur bedingt. Als Jungtier sind sie wirklich manchmal ein wenig stinkig, werden aber wirklich brav. Man kann große Anacondas so brav wie eine Boa und wie andere Tigerpython haben oder bekommen. Als Jungtier einfach ein wenig Mühe geben, die regelmäßig hantieren. Das Gute daran ist, die Anacondas haben wirklich ganz kurze Zähnchen. Also wenn die beißen, klar, es blutet gleich weg, aber es ist jetzt nicht, nicht wahnsinnig schmerzhaft, wenn die beißen. Ne? Jetzt macht es schon wieder. Also es ist jetzt nicht übermäßig schlimm, weil die so kurze Zähne haben. Kurze Zähne deutet auch schon ein wenig aufs Fressen und auf die Beute hin. Anacondas fressen zum Teil Fisch, fressen Wasservögel, fressen Nager, fressen eigentlich alles, was sie irgendwie fressen können. Man hat also auch gesagt, dass Anacondas auch kannibalistisch sein können. Habe ich selber noch nie beobachten können, aber ich könnte es für durchaus möglich halten, weil sie einfach gierig sind und wie gesagt so ziemlich alles fressen. In der Terroristik füttern wir normalerweise Mäuse. Sie gehen auch interessanterweise recht gut an Küken ran. Es gibt manchmal Futterverweigerer, da als kleiner Trick, das hilft manchmal, wenn man das Futter ins Wasser oder ans Wasser legt. Oder wenn man zum Beispiel die Wasserschale hat und einen Stein in die Wasserschale reinlegt und auf den Stein das Futter legt, dann können sie vom Wasser aus das Futter greifen, machen sie ganz gern. Oder zum Teil hilft es wirklich, wenn man das Futter im Wasser schwimmen lässt. Also wenn er so eine Maus oder so ein Küken wirklich ins Wasser reinlegt bei einem schlechten Fresser, das kann oft helfen als kleiner Fütterungstrick. Eben Handling habe ich gerade angesprochen, hantiert die mit viel Ruhe. Wenn er wollt, zieht Handschuhe am Anfang an, dann werden die völlig brav und lieb. Dann ist es wirklich eine dankbare Schlange. Fütterung habe ich angesprochen, ja, die Jungtiere einmal die Woche füttern. Wenn ihr große Tiere habt, mit denen ihr züchten wollt, Weibchen weiterhin einmal die Woche füttern, Männchen alle 3 bis 4 Wochen ist okay, aber Weibchen jede Woche füttern, weil dann könnt ihr die Tiere auch züchten. Dann kommen wir gleich oder gehen wir gleich fließend in die Zucht über. Die Stimulation zur Zucht ist durch die Winterruhe. Ihr macht es im Winter, nachts senkt ihr es gleich ein wenig ab, so, das ist der klassische Trick bei den meisten Riesenschlangen. Wie gesagt, wichtig, die Weibchen müssen wirklich gut im Futter stehen. Ihr müsst die wirklich mit Futter ausreichend versorgen. Also das heißt, einmal die Woche die Weibchen füttern. Die müssen richtig dick sein, Fettreserven haben. Und dann tun die im Frühjahr die Männchen paaren.
Was ebenfalls stimuliert ist natürlich, wenn er den Mann rausnimmt und nur zur Paarungszeit reinmacht, dann ist die Stimulation größer, wie wenn die die ganze Zeit zusammenleben. Aber selbst wenn die zusammenleben oder wenn ihr ein Pärchen habt, ist durchaus oder ist gut möglich, dass die sich verpaaren und züchten. Was ich jetzt gesagt habe, gilt für die gelbe wie für die grüne Anaconda. Die anderen zwei seltenen Barburi und Deschauensee hat niemand in der Terroristik. Ich denke, es wird das Gleiche gelten, aber in der Terroristik sind die leider nicht verbreitet oder hat sie, glaube ich, gar niemand. Von dem her kann ich dazu nicht viel sagen, aber ich denke, das wird das Gleiche gelten. Noch zur Zucht abschließend. Zum einen vielleicht die Frage noch über die Größe der Würfe, die die haben. Also ein kleines Tier sicherlich nur 10, aber eine richtig große Anaconda, egal gelb oder grün, können bis 20, 30, beziehungsweise eine grüne Anaconda wird auf 50 bis 60 lebende Junge zur Welt bringen. Also die Anacondas gehören zu den Boas. Boas sind lebendgebärend, also die Babys kommen raus. Um euch die Größe ein bisschen deutlich zu machen, das Tier, das ich hier habe, ist ein Tier vom letzten Jahr noch. Die Babys kommen so mit 30, 40 Zentimeter raus. Was ich euch auch gerade noch zeigen will, wenn ich das Tier in der Hand habe, da kommen wir nochmal zur Lebensweise zurück. Ich habe vorher gesagt, dass die viel im Wasser liegen. Was ich noch ganz interessant finde, die Nasenlöcher sind ganz oben bei den Tieren. Wenn wir jetzt da mal ein Close-up machen, kann ich euch das zeigen. Die Nasenlöcher sind ganz oben. Das heißt, die können wirklich im Wasser liegen. Der ganze Körper ist unter Wasser. Nur die Nasenlöcher gucken raus und so lauern die auf ihre Beute. Zum Schluss, wie immer, der Verweis auf gute Literatur. Der Lutz Dirksen hat sich die letzten Jahre viel mit Anacondas beschäftigt, hat die in der Natur gesucht, hat Verbreitungsgebiete erforscht, hat da wirklich eine tolle Arbeit geleistet, hat alles in seinem Buch mit drin. Wirklich spannend, tolles Buch, kann ich euch empfehlen. Und dann noch eine Neuerung bei YouTube, beziehungsweise sozusagen in eigener Sache. Um uns immer aktuell zu sehen, müsstet ihr unseren Kanal abonnieren. Das hilft uns, wenn ihr den abonniert. Umso mehr Abonnenten wir haben, umso größer unser Stellenwert sozusagen. Also von dem her meine Bitte an euch, abonniert uns. Und wenn ihr immer ganz neu sehen wollt, wenn was kommt, von euch aus rechts unten gibt es eine Glocke. Die klickt mal an, die Glocke. Und dann kriegt ihr in eurem Abo-Box oder Newsfeed oder wie immer das heißt, wir haben gerade diskutiert, wie das heißt, keine Ahnung, wie das heißt, wird immer angezeigt, wenn ein neues Video kommt von uns, kriegt ihr das immer brandneu angezeigt, könnt die neuen Videos anklicken, dann verpasst ihr nichts, also Glocke anmachen sozusagen. Ne? Dann sind wir am Ende, bleibt mir treu, checkt die Glocke und checkt my balls. Guck mal, letztes Mal, wisst ihr noch, da haben wir eine gesucht, die beißt. Wisst ihr noch, aua. Wisst ihr noch, haben wir gefilmt, haben wir eine gesucht, die beißt. Habe ich bei den Anacondas, habe ich keine gefunden. Die haben jetzt so mindestens 7 Mal gebissen. Brauchst gar nicht filmen, den Scheiß. Das fängt, das wird jetzt scheiße. Machen wir es nochmal. Und die Eunectes. Stehe ich auf dem Schlauch, wer hilft mir? Barburi, Scheiße. Barburi war doch richtig. Habe ich gerade gesagt, die grüne, machen wir nochmal. Der hört nicht zu, gell? Hä? Wie meine Kinder. Schlimm genug, dass sie mich angepieselt hat, das ist so eklig, angestunken. Checkt meine Glocken und meine Balls, genau, hurra. Das passt natürlich auch hervorragend. Jetzt hören wir auf mit der Grazerei. Der war witzig, hä? Ja, halt mal.